Hallo zusammen, in diesem Video widmen wir uns den Trainingszielen. In Anlehnung an das Buch von Horst Weind, Spielintelligenz im Fußball, kindgemäß trainieren, habe ich diese Trainingsziele mit WEM-Quadrat benannt. Was verbirgt sich hinter WEM-Quadrat? Wahrnehmung, Entscheidung, Mental und Motorik. Kommen wir zur Wahrnehmung. Was sollte ich wahrnehmen auf dem Fußballfeld? Zum einen wäre es gut, wenn ich meine eigene Position wahrnehmen würde. Wenn ich weiß, wo ich mich auf dem Spielfeld befinde. Mehr in der Abwehr, mehr im Angriff, mehr auf der Seite, in der Mitte. Wo befinden sich meine Mitspieler? Wie könnte ich meine Mitspieler in Szene setzen? Wo befinden sich die Gegenspieler? Aus all diesen Informationen der Wahrnehmung kann ich mir dann herleiten, wie viel Zeit habe ich mit dem Ball und wie viel Raum habe ich, den Ball irgendwo hinzuspielen. Ist es zum Beispiel möglich, den Ball von hier zu meinem Mitspieler zu spielen, ohne dass der Abwehrspieler hier den Ball auf seinem Passweg abfängt. Dafür muss ich mich in Raum und Zeit zurechtfinden. Wie nehme ich wahr? Das Hauptsinnesorgan bei der Wahrnehmung ist das Auge. Ja, es sagt mir, wo sind die Einzelnen, welche Abstände sind zwischen den Einzelnen. Wo ist Platz, wo ist Raum? Hinzu kommt noch das Gehör. Zum einen höre ich, man sagt ja auch oft, den Atem des Gegners im Nacken spüren bzw. hören. Und damit kriege ich schon ein Gefühl, wo ist er? Also ich höre schon was. Noch viel besser ist es, wenn meine Mitspieler mit mir kommunizieren und in so einem Fall hier mich zum Beispiel darauf hinweisen, dass ich einen Hintermann habe, wenn ich den Ball annehme, ja, weil ich ihn in dem Moment nicht sehe. Wie muss ich mir die Wahrnehmung vorstellen? Es gibt eine Wahrnehmung, bevor ich den Ball bekomme, wenn ich den Ball besitze, und nachdem ich ihn wieder abgespielt habe. Bevor ich einen Ball bekomme, sollte ich mich vororientieren. Dazu gehört zum Beispiel auch ein Schulterblick, linke, rechte Schulter aus dem Straßenverkehr, kennen das die Kinder beim Fahrradfahren. Sie orientieren sich, was kommt von hinten, welche Gefahr ist von hinten, wo habe ich Platz. Sie orientieren sich allerdings auch nach vorne, im Sichtfeld, das haben Sie immer im Blick und das versuchen wir auch zu vergrößern. Wie kann ich das Sichtfeld der Kinder vergrößern? Das Sichtfeld kann ich vergrößern, indem ich mich anders zum Ball stelle oder anders zum Spielfeld stelle. Das heißt, für diesen Spieler hier, wenn er hier steht und mit dem Rücken zum Tor steht, dann kann er nur alles wahrnehmen, was sich ungefähr hier befindet. Also er sieht noch diesen Gegenspieler, diesen wahrscheinlich, aber diesen hier hinter sich sieht er auf jeden Fall nicht mehr. Bekommt er den Pass zugespielt und macht kurz vor der Ballannahme einen Schulterblick, dann sieht er auch den Spieler hinter sich und dann sieht er auch, ist der Spieler mehr auf der linken Schulter oder auf der rechten Schulter? Ja, wie nehme ich den Ball besser an, um ihn dann weiterzuspielen? Er kann sich allerdings auch gleich von Anfang an anders stellen. Nicht komplett mit dem Rücken zu dieser Grundlinie, also parallel mit dem Rücken zu dieser Grundlinie, sondern er stellt sich offen hin, eher dann eine senkrechte, dann kann er diesen gesamten Raum hier überblicken und sieht auch noch,
aus dem Augenwinkel bzw. mit einem leichten Schulterblick seinen Gegenspieler. Und genau das sollten wir schulen. Hier ist ein Beispiel, wie man das schulen kann. Der Trainer steht hier hinterm Tor. Die Tore haben eine Farbe bekommen, entweder durch ein Hütchen oder durch ein Leibchen. Und der Trainer hält nun eine Farbe nach oben, in dem Fall grün. Das heißt, die grünen Tore sind gerade offen, um ein Tor zu schießen. Für die Abwehr heißt das, sie müssen immer mal wieder nach dem Trainer schauen, ob der nicht gerade die Farbe gewechselt hat und auf einmal das orangene Tor als das Tor nimmt, auf das gespielt werden kann. Dementsprechend fördere ich hier einen Rundumblick, einen Schulterblick. Genauso fördere ich, dass die Stürmer den Kopf hochnehmen und schauen, welches Tor ist gerade zum Torschießen offen. Damit fördere ich die Wahrnehmung und das Blickverhalten. Wenn die Spieler noch miteinander kommunizieren, dann können sie auch über das Gehör Informationen aufnehmen, weil wenn dieser Spieler sagt, jetzt ist Orange dran, dann weiß der andere Spieler das auch gleich. Natürlich weiß es dann auch die Abwehr, ohne sich umdrehen zu müssen. Aber im Notfall kann das einen Vorteil für die Stürmer sein, wenn sie es laut sagen, sodass die das auch mitkriegen, aber sie haben trotzdem einen Bewegungsvorsprung. So schaffe ich das, dass die Spieler den Kopf hochnehmen. Möchte ich das natürlich extremer, kann ich die Kommunikation unterbrechen und sagen, es darf nicht gesprochen werden, dann muss jeder den Kopf hochnehmen. Und wenn ich noch ein bisschen Live-Kinetik mit reinbringen will, dann nehme ich das Grüne in diese Hand und das Orangene in diese Hand, sodass nicht gleich immer auf das Tor gespielt werden kann, auf der Seite, wo die Hand gehoben wird, sondern dass ich wirklich nach der Farbe auch schauen muss. Wer das sehr gelebt hat, war Xavi Hernandez vom FC Barcelona und er hat gesagt, ich schaue mich vorher immer um, damit ich weiß, ob ich mit ein oder zwei Kontakten spiele, damit ich weiß, wie ich meinen Ball an- und mitnehme. Er sagte sich, ich bin nicht der Größte, ich bin nicht der Schnellste, aber durch diese Vororientierung, durch meine Wahrnehmung, habe ich einen Vorsprung vor den Gegenspielern. Und er praktizierte das in Perfektion. Als weiteres Trainingsziel gibt es die Entscheidung. Ich muss unzählige Entscheidungen auf dem Spielfeld treffen. Spiele ich den Ball ab? Gehe ich ins Dribbling? Spiele ich hinten rum? Spiele ich den vertikalen Ball? All diese Entscheidungen treffe ich zigmal in einem Spiel. Für eine Entscheidung brauche ich natürlich verschiedene Optionen, die es gibt. Und damit ich dann die richtige wähle, gibt es überhaupt die richtige? Damit ich zumindest eine wähle, muss ich mich entscheiden. Wie kann man das trainieren? Ich bin ein großer Fan von Torbellino. Ihr könnt das Video bei YouTube von der Just Football Akademie euch anschauen. Aber wie läuft es? Ich habe es ein bisschen abgewandelt. Ich fange immer an mit einem 1 gegen 0. Das heißt, ein Spieler startet mit dem Ball und der sollte nun ein Tor auf eins der beiden Tore schießen. Dabei stelle ich ihm frei, von wo er schießt. Also die Schusslinie wird in diesem Spiel von mir nicht angewandt oder erst später angewandt. Ist eine weitere Variation dann. So, der Spieler läuft also hier nach vorne und er kann sich entscheiden, ob er von hier aufs Tor schießt und mutig ist, von weiter weg schießt oder
ob er näher zum Tor läuft und von dort aufs Tor schießt. Sobald er auf das Tor geschossen hat, im besten Fall trifft er, startet von Gelb ein Spieler ins Spielfeld rein und es kommt auf diesem Spielfeld entweder zu einem 1 gegen 1 oder der gelbe Spieler ist so schnell, auch er hat wieder die Möglichkeit, von wo auch immer, auf das Tor zu schießen. Trifft er oder schießt er vorbei, in dem Fall trifft er mal, darf der Nächste hier mit dem Ball rein und die zwei Roten spielen nun 2 gegen 1 gegen den Gelben. Auch wieder so lange, bis der Ball im Tor oder im Aus ist, dann kommt der Gelbe wieder rein und so spiele ich ein 1 gegen 0, 1 gegen 1, 2 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 2, 3 gegen 3 und danach fange ich wieder von vorne an. In diesem Spiel dürfen die Kinder sehr viele Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen hängen natürlich auch mit ihrem Kopf zusammen. Welches Selbstvertrauen haben sie? Wer hat mehr Mut? Wer ist risikobereiter? Schießt den Ball von weiter weg? Wer übernimmt die Verantwortung bei 2 gegen 1 oder 3 gegen 2? Da kann ich die Verantwortung nicht einfach abschieben. Teilweise. Also wer nimmt sie und wer versucht, das Tor zu erzielen? Als Trainer muss ich das natürlich fordern. Meistens fördere ich das, indem ich den Kindern die Entscheidung nicht abnehme. Ich kenne viele Joystick-Trainer, die den Kindern von außen sagen, jetzt spiel rechts, jetzt schieß. Aber damit nehmen sie den Kindern die Erfahrung der Entscheidung und einer eigenen Entscheidung. Ich habe mal gesagt, wenn die Kinder immer nur meine Entscheidungen treffen, dann schaffen sie es leider nicht in die Bundesliga. Ich selbst habe nur Bezirksliga gespielt. Mit meinen Entscheidungen kommen die Kinder also nur bis zur Bezirksliga. Ich möchte aber, dass meine Kinder Bundesliga spielen. Also muss ich sie heranführen, dass sie selbst die Entscheidungen treffen und auch Erfahrungen sammeln, welche Folge ihre Entscheidung gehabt hat. Das Ganze, sag ich mal, wo man den Druck sieht, ist der Spruch von Andreas Brehme beim Finale der Fußball-WM 1990, als er den Elfmeter gegen Argentinien schießen durfte. Die ganze Welt schaute auf meinen rechten Fuß. Und ich sage, da braucht es viel Selbstvertrauen, Mut und Risiko, um in diesem Fall die Verantwortung zu übernehmen. Aber solche Spieler wollen wir auf dem Fußballplatz selbst haben und wir können sie nur bekommen, wenn wir den Kindern die Möglichkeit geben, diese Erfahrung zu sammeln, dass sie selbst entscheiden dürfen und das Spiel so gestalten, wie sie es wünschen. Wir geben nur die Rahmenbedingungen vor. Beim Trainingsziel Entscheidung hatten wir schon den Kopf, aber jetzt kommen wir zum Trainingsziel Mental. Und hier wird auch nochmal auf den Kopf eingegangen. Ich muss das Fußballspiel verstehen und interpretieren, um es spielen zu können. Ich kann auch von einem mentalen Durchspielen sprechen. Aus anderen Sportarten, zum Beispiel beim Skifahren, Bobsport, kennen wir das, dass die Sportler vor dem Lauf die Strecke nochmals mental im Kopf durchgehen und meistens die Zeit, die sie im Kopf fahren, nachher auch auf die Skipiste oder die Bobbahn bringen. Beim Fußball ist es nicht ganz so, aber auch da spielt der mentale Faktor eine große Rolle. Und wie kann ich diesen mentalen Faktor, wie kann ich dieses Verstehen und Interpretieren einer Situation im Training üben. Dafür
habe ich hier mal die Übung 3 gegen 0 aufgezeichnet. Ihr könnt es euch auch von Professor Lochmann in einem Vortrag vor dem Bund Deutscher Fußballlehrer euch mal ansehen. Das Video ist unter YouTube zugänglich. Da geht er auch nochmal auf 3 gegen 0 ein. Zuerst im Einbahn- und dann im Gegenstromverfahren. Ich sage gleich, um was es da handelt. Das Spiel läuft folgendermaßen. Ich habe drei Rote mit einem Ball und die müssen jetzt 3 gegen 0, also ohne Gegenspieler, so schnell wie möglich diesen Ball in eins der beiden Tore bringen. Der Ball muss dabei bei jedem Spieler mindestens einmal gewesen sein. Also es ist ihnen freigestellt, ob der erste Spieler bis hierhin dribbelt oder ob der erste Spieler gleich in der Startposition seinen Ball abspielt und einem anderen Spieler zuspielt, der von der Startposition lossprintet. Dann ist diesem auch freigestellt, wie lange er den Ball führt oder ob er auch sagt, ich spiele den Ball hier weiter und der Dritte, sobald der ihn berührt hat, der darf ihn ins Tor schießen. Gestoppt wird die Zeit. Das heißt, die Spieler können sich, bevor das losgeht, absprechen, wie sie am schnellsten den Ball von hier nach hier ins Tor bringen wollen. Einzige Regel, jeder muss den Ball auf dem Spielfeld berührt haben. Das ist sehr einfach. Das ist das Einbahnstraßenprinzip oder Verfahren. Etwas komplexer wird das Ganze, wenn wir es zeitgleich machen. Wenn zeitgleich Rot und Gelb das Spiel spielen. Das heißt, dann befinden sich 6 Spieler zeitweise auf dem Feld und die Gelben versuchen auf diese beiden Tore ein Tor zu erzielen und die Roten auf diese beiden Tore. Das nennt man dann das Gegenstromprinzip, Gegenstromverfahren. Auch schön bei diesem 3 gegen 0 ist, man kann auch noch andere Variationen mit reinbringen. Wenn ich nämlich zum Beispiel sage, die Spieler sollen nachher alle auf einer anderen Position sich befinden. Das heißt, der in der Mitte ist, darf nachher nicht mehr in der Mitte sein. Der rechts ist, darf nicht rechts sein. Und der links ist, darf nicht links sein. Das heißt, die Spieler müssen auf dem Weg von einem Tor zum anderen Tor ihre Position tauschen, wechseln. Das führt dazu, dass es zu einem Kreuzen oder auch Hinterlaufen kommt. Und das kann man dann herausarbeiten. Und das geht alles ohne stupide Vorgabe. Du läufst geradeaus, machst den Pass, läufst deinem Pass hinterher. Der nächste spielt den Pass wieder geradeaus, läuft dann in die andere Richtung. Ich muss den Spielern nichts vorgeben. Sie erarbeiten sich das selbst bei diesem Spiel 3 gegen 0. Wer diesen mentalen Faktor auch beim Fußball mal sehen will, der kann es sich das Video von Wayne Rooney anschauen. In diesem Video setzt er sich eine Brille auf, durch die er nicht sehen kann, und stellt sich dann vor, wie er einen Volleyschuss macht und er bekommt eine Flanke und er trifft dann den Volleyschuss genau so, wie er sich das vorgestellt hat und der Ball landet im Tor. Also auch hier mit mentaler Vorstellungskraft, mit dem Durchspielen, auch ohne Ball, kommt es zu einem Trainingseffekt und der führt dazu, dass nachher, wenn ich dann sogar das sehe, das Ganze natürlich noch besser wird.
Also auch diesen Kopf, dieses Mentale, sollten wir in unser Training mit einbeziehen und wir sollten die Kinder die Erfahrungen sammeln lassen, damit sie die unterschiedlichen Situationen verstehen und interpretieren können. Denn nachher auf dem Spielfeld sind sie auch alleine und müssen allein die Situation begreifen, verstehen, um dann ihre Entscheidung zu treffen. Das ist übrigens auch der einzigste Punkt. In der Reihenfolge bin ich nicht hier vorgegangen nach Horst Wein, weil er sagt, Wahrnehmung, dann dieses Verstehen, Interpretieren, dann die Entscheidung und dann brauche ich dazu noch die Technik, die Motorik. Für mein WEM-Quadrat hat diese Reihenfolge nicht gepasst, deshalb werden die einzelnen Trainingsziele in diesem Video so nacheinander vorgestellt. Der vierte und letzte Punkt, die Motorik, ist bei den meisten Trainern im Mittelpunkt der Arbeit. Es geht nämlich um die technische Ausführung, die ich benötige, um zum Beispiel einen Ball zu spielen, zu fangen, zu köpfen, mit der Brust anzunehmen, mit dem Oberschenkel zu stocken, mit der Hacke zu spielen oder was man sich da auch immer vorstellen kann. Es geht um die Technik. Auch diese Technik kann ich mit Fußball 3 schulen. Was ist wichtig bei der Technikschulung? Wiederholungen, wird immer wieder gesagt. Ich muss viele Wiederholungen machen, bis ich was richtig kann. Also das heißt, die Quantität, auf die ich achten muss. Dann geht es um die Ausführung, also die Qualität. Wie wird etwas ausgeführt, so dass ich auch das erreiche, was ich erreichen möchte. Technisch schauen wir dann auch immer auf die Beidfüßigkeit. Ja, im heutigen Spiel müssen die Spieler mit beiden Füßen spielen, passen, dribbeln können. Und natürlich muss ich die Technik im Spiel anwenden können. Dementsprechend laufen hier viele Diskussionen, ob man isolierte Übungen machen soll oder ob man das Ganze im Spiel auch machen kann. Wenn ich mir die früheren Straßenfußballer oder die Brasilianer vom Strand mir anschaue, dann haben die wahrscheinlich sehr wenig isolierte Übungen gemacht und haben sich das Ganze im Spiel angeeignet. Sie haben sehr oft gespielt, damit haben sie sehr viele Wiederholungen bekommen. Die Ausführungsqualität wurde immer besser, weil sie immer mehr Erfahrungen gesammelt haben. Wie kann ich das aber durch meinen Trainingsaufbau, durch meine Regeln beeinflussen? Nehmen wir dieses Beispiel hier. Wir spielen 3 rote gegen 3 gelbe und der Ball darf von hier außen in das umgedrehte Tor gespielt werden. Die Spielrichtung von Rot, die gerade den Ball haben, ist diese. Das bedeutet, hier steht mein Spieler, der kann von diesem den Ball erhalten und diesen Ball dann von hier nehmen und hier ins Tor schießen. Also von außen in das Tor. Wir haben hier 3 Pfeile. Das heißt, ich kann mich auch hier über die Linie dribbeln und dann meinen Mitspieler anpassen oder aufs Tor schießen. Wenn ich jetzt sage, ich dribbel hier über die Linie als Roter, also nehmen wir mal an, ich bin dieser hier und ich dribbel mit dem Ball hier am Tor vorbei. Dann werde ich höchstwahrscheinlich mit dem rechten Fuß meinen Mitspieler anspielen oder mit dem rechten Fuß ein Tor schießen. Komme ich hier über die Mitte
in dieses Spielfeld herein, dann kann ich entweder mit dem linken Fuß meinen Mitspieler hier anspielen oder, wenn mein Partner hier oben mitgelaufen ist, mit dem rechten Fuß ihn anspielen, beziehungsweise mit dem rechten Fuß auf das Tor schießen oder mit dem linken Fuß hier auf das Tor schießen. Und die dritte Möglichkeit ist, ich komme hier hinten von außen in das Feld, dann schieße ich mit links auf das Tor oder passe mit links auf den sich freilaufenden Spieler, der dann ein Tor erzielen kann. Das heißt, ich habe hier einmal rechts, hier einmal rechts, einmal links und hier oben einmal links. Gehe ich jetzt her und verschiebe die Tore nach außen, sodass man an diesen Toren hier nicht mehr vorbeilaufen kann. Ich setze das auch noch ein bisschen weiter darüber. Ja. Und ich mache das gleiche hier unten, damit das Spielfeld symmetrisch ist. Dann stellt sich das Ganze anders dar. Dann gibt es nämlich diesen hier oben nicht mehr. Weil hier komme ich nicht mehr vorbei. Ich komme hier nicht, ich kann nicht durch das Tor hindurchlaufen. Es gibt weiterhin die zwei Möglichkeiten, in das Feld zu kommen. Einmal diese hier. Und einmal diese hier unten. Aber was habe ich jetzt damit provoziert? Wenn ich hier komme, habe ich den rechten Fuß, um aufs Tor zu schießen, oder den rechten Fuß, um den Pass zu spielen. Wenn ich von hier komme, habe ich den rechten Fuß, um auf dieses Tor zu spielen, oder den Pass nach da oben zu spielen, und den linken Fuß, um hier auf das Tor zu schießen, oder den Pass hier rüber zu spielen. Das heißt, jetzt habe ich zweimal eine Möglichkeit mit dem rechten Fuß und nur einmal eine Möglichkeit mit dem linken Fuß. Das wird dazu führen, dass ich mehr Wiederholungen für den rechten Fuß habe und den rechten Fuß damit mehr stärke. Habe ich einen Linksfüßer, bringt es ihm mehr Ballkontakte mit rechts. Oftmals habe ich allerdings mehr Rechtsfüßer als Linksfüßer. Dann müsste ich hergehen und die Tore auf die andere Seite nach außen bringen. Dann habe ich nämlich mehr Linkskontakte, weil ich komme hier durch und kann den Ball mit links hier reinspielen. Ich kann in der Mitte durch. Dann spiele ich den Ball auch hier mit links rein. Und darüber nach mit rechts. Das heißt, dann wäre es 2:1 für links gegenüber dem rechten Fuß. Also allein durch die Anordnung der Tore kann ich in dieser Spielform festlegen oder die Wahrscheinlichkeit erhöhen, mit welchem Fuß gespielt wird, also welcher Fuß mehr Wiederholungen bekommt. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen und ihr konntet das eine oder andere an Anregung für euch mitnehmen und probiert es einfach mal in einem eurer nächsten Trainings, die hoffentlich bald wieder draußen stattfinden dürfen, einfach mal aus. Vielen Dank. Und tschüss.